ich glaube, das heutige Treffen ist sehr wichtig, wenn drei Landtagsfraktionen zusammenkommen, die vor Ort Politik für ihre Länder verantworten, dass die sich auch mal austauschen in Fragen von grundsätzlicher Bedeutung. Denn es sollte möglichst vermieden werden, dass wir diametrale, dogmatische Ansichten vertreten. Freie Wähler in Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Bayern sollten an den großen Strängen auch einer Linie argumentieren. Und da ist es natürlich wichtig, dass man sich über die Themen austauscht. Also eine Erkenntnis ist zum einen, dass die Energiepolitik auch unterschiedlich ein Stück weit bewertet wird. Wenngleich wir allesamt der Auffassung sind, dass Wasserstoff die Brückentechnologie der Zukunft ist.